Moin Leute, da sind wir wieder. Und zwar im vierten Fall von Let's Play Far Cry 3. Und ich wollte gerade schon wieder ins Geschäft gehen. Aber das machen wir diesmal nicht, sondern da ist Kraut. Wie komme ich jetzt hier raus? Ich will das Kraut haben, ich bin krautgeil. Ich komme gar nicht raus. Jetzt hänge ich hier fest. Ich muss Dr. Earnhardt sprechen. Ich hoffe, dass er so heißt. Ich konnte das gerade nur erhaschen, wie er heißt. Was? Aha, aha, aha. Jagdinstinkt, ach so, ja, du Miau. Hallo. Man sollte auch die richtige Taste drücken. Steht hier irgendwo ein Auto oder sowas? Da steht ein Auto. Und wo bin ich? Ah, muss ich hier rechts runter. Ist mir aufgefallen. Gerade so. Achso, jetzt bin ich wieder in der Stadt. Achso, ich dachte gerade, warum packt er die Waffen weg? Ich wollte schon sagen, der sprintet gar nicht mit Waffe irgendwie, aber... Das war dann wahrscheinlich, weil ich in der Stadt war. Dann cruisen wir da mal runter. Also ich muss nach Dingens. Ich wollte mein Geldbeutel noch erweitern. Das war Brieftasche hier. Was geht das für? Schweinsleder. Oh, kann ich sogar. Nice. Dann wird jetzt erstmal direkt erweitert. Jetzt kann ich nämlich 2000 fassen. Ich war nämlich schon bei 800 oder so und ich war fast voll. Ah, scheiß auf das Kraut. Wir fahren jetzt einfach mal hier. Super Radio, unglaublich. So, wo ist der scheiß Funkturm? Wir gehen jetzt erstmal hoch zum Funkturm. Wo ist denn der? Der müsste da sein. Ach da. Okay, dann fahre ich hier weiter. Ah, jetzt fängt er zwischendurch mal an. Komm ich wohl. Oh, ich glaube, das ist ein Außenposten. Ich fahr mal weiter. Ich will erst den scheiß Funkturm haben, damit ich das alles so muss. Boah, warum kann ich da nicht? Scheiß drauf, fallen jetzt gegriffen ein. Boah. Ich finde das. Ich kann nicht nach unten weiter. Das ist irgendwie jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, wie das hier aussieht. Bei Far Cry 2 rauchte immer der Motor, wenn man den beschädigt hat. Und dann konnte man da vorne dran gehen und dann reparieren. Ich weiß gar nicht, wie das hier aussieht. Da war anscheinend wieder irgendwie ein Außenposten oder sowas. Dann loben wir da mal hoch. Sieht so aus, als wenn man hier hochklettern könnte. Okay, es geht an zwei Seiten hoch. Hat das irgendeinen Unterschied gemacht? Ja, Junge, du brauchst mir das Ziel nicht die ganze Zeit einblenden. Ich weiß es langsam. Das ist wie Urlaub. Nur cooler. So, wo ist ja das Störding da? Dann reißen wir da mal den Störer raus. Ah, ich finde diesen Rundumblick geil.
Kiste. Ach, Alter, ich habe das extra umgelegt, weil das für mich ungewohnt war und krieg ich trotzdem nicht geschissen. Jetzt gratis im Shop AK. Oh, warum nicht? Jetzt gratis im Shop Scorpion. Jetzt gratis im Shop Universalwerkzeug. Alter. Nice. Ich müsste mal hier herumfahren und die ganzen Funktürme aktivieren, damit man den ganzen Shit gratis bekommt. Ich finde das cool, dass der runterrutscht. Muss ich jetzt... Ach, ich hätte doch... War hier gar kein... Doch, da wäre ein Seil gewesen. Ich Vollidiot. Boah, warum gehe ich denn da runter, ey? Das wäre viel epischer gewesen, wenn ich... Okay, komm, spring. Ja, jetzt ist auch wurscht. Gucken wir jetzt hier Pflanzen. Zack. Ach, komm, die nehmen wir auch noch mit. Was ich auch noch machen wollte, das könnte ich jetzt auch sofort nochmal nachgucken, was man dafür braucht. Und zwar, dass ich mehr Waffen fassen kann. Beziehungsweise, ich kann jetzt nur eine Waffe mal mitnehmen. Wo ist das denn? Waffengurt. Genau, kann ich mehr Waffen tragen. Stelle ist... Naja, um größere freizuschalten. Was brauche ich da? Ziegenfell. Hatte ich da nicht letztens... Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Folge noch nachgeguckt habe oder schnell, als ich die Aufnahme gestoppt hatte. Das wollte ich nicht. Ich wollte das... da! Ah, nice! Ziegenfeld. Oh, warte mal, das ist hier das... Oh, nicht! Escape M, verdammt! Okay, das ist da. Das ist aber da beim... Beim Dock ist das. Nein, jetzt hab ich den Wegpunkt vergessen. Dann fahren wir erst zum Wegpunkt. Oh, shit, puh! Boah, fällt er mir jetzt hier voll rein, oder wie? Ich dachte gerade, ey. Oh, hier lebt noch einer. Haben die mich eben doch gesehen und sind irgendwie nachgefahren oder so? Boah, shit, fuck, Mann. Hier schneller, hier. Warum tastet der manche ab und manche nicht? Das ist mir eben schon aufgefallen. Man sieht, ich habe nämlich schon 900, über 900. Und dann wäre jetzt mein Beutel gleich voll gewesen. Oh, da ist... Komm hier, scheiß Tricksding. Fick dich, du. Den. Geil, nehmen wir den. Obwohl, da habe ich die Scheiben kaputt. Kann er die kaputt schlagen oder so? Nehme ich lieber den. Das ist, glaube ich, genau die gleiche Karre. Was mir gerade mal einfällt. Ja, das steht wieder aus. Das grüne Kraut hier könnte ich, glaube ich, gebrauchen, um Medizin herzustellen. Und Medizin ist sehr, sehr wichtig. Jetzt habe ich F1 gedrückt und ich escape und bin trotzdem dahin gekommen, wo ich hin wollte, obwohl. Ja, würde ich sagen, herstellen. Herstellen. Hallo. Ach, der kann nur drei. Ach, ich kann nur drei, da steht's auch. Ich darf nur drei haben. Und dann... Oh, das ist so eine coole Wackelfigur. Wackel, wackel, hoffentlich wackelt die auch. Nein, natürlich wackelt die. Stirb, Schwein! Verdammt, ich fall... Nein, egal, dann halt. Oh, ich glaube, hier geht's durchs Wasser nur. Geile Musik, Alter. Wie komme ich denn jetzt dahin? Ach so, hier, dann da runter. Das heißt, ich muss jetzt Drain. Unglaubliche Fahrer bin ich. Ich sehe das schon.
stehen ja überall Fahrzeuge. Oder ist hier wieder ein Außenposten? Oh, oh. Scheiße. Na, komm. Ja, das waren sie alle. Sind gleich hier plündern. LCD. Hab ich das doch eben richtig gelesen? LCD. Oder hatte ich LED gesagt? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Nehmen wir den, der steht gerade richtig rum. Boah, da ist ja noch so ein Ort. Halt's Maul, Mann. Ich glaube, die habe ich nicht gesehen. Und diesmal fährt er sogar mit zwei hin. Boah, sehe ich hier wieder nichts, oder wie? Aber warum zeigt ihr mir das so abfangen? Oh Gott, ey. Jetzt müssen wir irgendwo ziehen suchen. Hm. Ich hab doch so eine coole Kamera. Ziege. Fahren wir erstmal weiter. Vielleicht läuft mir gleich eine vors Auto. Komm ich hier durch? Das war semi-optimal. Vor allem, das hat mir sogar was abgezogen. Bernstein, gelbes Blatt. Eigentlich könnte ich mir mal eine Spritze verpassen, ich kann ja eh wieder eine herstellen. So, Fuhmann, wo sind jetzt Ziegen? Aua. Hm. Wo sind die Ziegen? Da vielleicht eine Ziege rumläuft. Was? Beutelrucks. Verdammte Scheiße. Da warte, dann machen wir eben kurz Kuh. Hau dir die Spritze rein. Ich weiß, aber ich habe eh mehr grüne Pflanzen. Ne? Herstellen. Oh, das kann ich sogar. Kampf. Kann ich auch sogar. Waffengut konnte ich ja noch nicht. Da bin ich ja gerade auf der Suche nach. Tapirfell. Okay. Spritzentasche könnte ich. Schweinsleder. Was brauche ich denn? Wildschweinfell. Okay. Ich hatte auch Ziegelfell. Was mache ich denn gleich? Ja, egal, hier muss ich die Waffen wegpacken. Das heißt, hier wird auf jeden Fall keine Ziege sein. Ich will aber eine Ziege, verdammte Scheiße haben. Wisst ihr was? Die Zeit nähert sich dem Ende und ich will jetzt nicht mehr diese Mission anfangen. Deswegen säubern wir jetzt den Außenposten. Geht hoffentlich schneller. Und der Part ging auch schon wieder ratzfatz vorbei. Aber das machen wir dann jetzt. Gibt es jetzt einen Extended Part. Ach, oh, ich will mit. Ich wollte gerade mit Escape rausgehen. Mal die Karte eben gucken. Jetzt bin ich nämlich schon wieder an diesem Ziegengedöns vorbei.
Aber das heißt ja auch nur, dass es hier irgendwo in der Nähe ist und nicht das. Ich weiß doch gar nicht, ob das heißt, dass da unbedingt was sein muss oder dass da was. Da, komm hin! Komm hin, du Scheißviech! Verdammt, wo ist das Viech? Da oben ist einer, oder? Oh oh. Das ist ein Löwe, ich will. Der hat da, glaube ich, eine Ziege erlegt, kann das sein? Halt's mal, du Scheißlöwe. Ich wollte gerade fragen, ob der Junge auch mal stirbt. Ach verdammt, ich habe eh keinen Platz mehr, ne? Hä, dafür habe ich Platz, okay. Komisch, komisch, aber egal. Ne? Hier müsste... Plünder nicht möglich, Rucksack voll. Verdammt. Ich finde das scheiße, dass man den Rucksack nicht mit... Sag schon. Mit I aufrufen kann. Leeres wäre... Aha, empfohlen verkaufen. Dann legen wir das jetzt mal ab. Ja, ich möchte das ablegen. Hä? Das würde mich jetzt mal interessieren, ob ich das wieder aufsammeln kann. Anscheinend nicht. Das hasse ich ja. Ja, Ziege, bla 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 bla. Leopard, bla 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 bla. Tollwütiger Hund, bla 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 bla. Transport. Bla 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 bla. Ach, scheiß drauf, da klicke ich mir irgendwann anders durch. Das müsst ihr euch ja jetzt nicht angucken. Das stellen wir eben schnell nochmal her. Herstellen. Waffengurt. Herstellen. Robuster Waffengurt, aha. Jetzt müsste ich ja eigentlich, wenn ich jetzt eins halte. Da noch was frei, genau. Das heißt, wenn die jetzt gleich vielleicht was anderes haben als eine AK, dann. Hier waren doch eben noch welche. Okay, das sind Blumen. Okay, ist halt gar kein Aus. Ach so, ja, geil. Fickt euch doch alle, Mann. Fickt euch. Jetzt brauche ich keine... Doch, ich brauche wohl noch eine Ziege. Komm, du scheiß Vieh. Dann halt so. Mit Gewalt. Hä, wo ist denn die da? What the fuck is... Komm, den helfe ich. Okay, der kommt, glaube ich, jede Hilfe zu spät. Die sind, glaube ich, tot. Aber hier ist jetzt gerade irgendwie auch keiner. Das scheint doch kein Außenposten zu sein. Na denn, egal. Und das mal steigen lieber aus, bevor wir wieder Energie verlieren. Gerade am überlegen, ob ich schon die Küche ausbauen soll oder ob ich mir das Ziegenfell lieber irgendwie beiseite legen soll. Aber das können wir alles noch in der nächsten Folge entscheiden, denn wir machen an dieser Stelle einen Cut. Ich hatte es ja eben schon angedeutet, war leider kein Außenposten mehr, sonst hätten wir den eben noch weggefegt. Aber ja, schade, schade. Ich hoffe, euch hat diese Folge wie immer gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im fünften Part wieder. Macht's gut und Bananarama!